Oh, da komme ich jetzt nicht durch. Na toll. Soll ich hier dem... Ich wollte jetzt echt gerade sagen, wo soll ich denn hier Versicherungen finden? Kann ich so eine durchgebrannte Versicherung. Jetzt wollte ich schon wieder durchgebrannte Versicherung sagen. Kann ich so eine durchgebrannte Sicherung auch reparieren? Bolzenschneider, natürlich brauche ich den dafür. Hier ist Disco oder was? Magst du aufstehen oder nicht so?
Oh, da ist er ja. So, wie viel habe ich denn jetzt zu viel? Was? Ist er A? Oh nein, mir wird kalt. Strom. Muss ich noch die Sicherung, den Sicherungskasten für den Aufzug finden.
Was? Au! Hat, hat, hat! Was? Eine Sicherung reicht anscheinend. Ja, ich würde nur gerne wissen, wo der Sicherungskasten von dem Ding ist. Ach so, ich muss einfach die... Toll. Immer noch Verbrennung, oder? Ja, klar. So. Ja.
super. Ja, Bergwerk verlassen. Aus das Hell. What the hell? Oh. Was ist das denn? Wale? Aber wie? The world is changing. Has changed. The aurora, the weather, the wildlife. It somehow feels like Mother Nature is crying out. Maybe she's warning us of what's to come. People like Molly or Father Tom, or the crash survivors. They're just the ones left behind. Damaged people. Hopeful and the hopeless. What will this new world do to them? Will it make them harder? Will it break them? I'm not sure I can help them. And I don't know what I'll find when I get to where I'm going. But what I do know is this. Kenzie is alive, and he's heading to Perseverance Mills. And that means I have to get there before it's too late. I may not be able to stop this darkness from coming, but I'll be damned if I'm gonna let it happen without a fight. Und damit haben wir Kapitel 3. Von The Long Dark abgeschlossen. Kapitel 3 ist das letzte Kapitel, was es momentan gibt. Ich muss sagen, ich finde das Spiel sehr, sehr, sehr gut. Gefällt mir wirklich sehr gut. Hätte ich nicht gedacht. Ich finde halt solche Survival Games gut, wo es dann nicht immer gleich die große Apokalypse ist, man von Zombies gejagt wird und so weiter. Nee, also gefällt mir. Sehr cooles Spiel. Ich denke, wenn Episode 4 und 5 kommt, werde ich das dementsprechend auch noch spielen. Ich fand es in der Episode 3 fand ich halt ein bisschen langgezogen, weil Leute so ewig schleppen mussten. Ich finde es aber Wahnsinn, wie viele Stunden man wirklich mit diesem Spiel auch verbringen kann.
Okay, damit sind wir wieder im Hauptmenü. Dann sage ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen. The Long Dark, Episode 1 bis 3. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Und vielleicht dann irgendwann mal im Überlebensmodus oder Episode 4 und 5. Dann wiederhole mich nochmal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.